Meer. Berge im Winter. Beides ist möglich. Bürger entlasten und Schulden tilgen. Die FDP hat ja gezeigt mit dem Bundeshaushalt 2019, dass man Schulden tilgen kann. Und wir zeigen mit dem Bundeshaushalt 2020, dass man den Soli vollständig streichen kann und das finanzierbar ist. Insofern muss man beides tun. Das war tatsächlich Facebook, relativ klassisch. Ich war relativ früh dabei, aber ja, also nichts Besonderes, Facebook. Das Beste an Niedersachsen ist, dass es Berge gibt, es gibt Meer, es ist ein wunderschönes Bundesland und es sind total nette Leute. Der Mietdeckel ist totaler Schwachsinn, weil am Ende des Tages ja niemand mehr investiert. Und das werden wir in Berlin leider erleben. Es wird nicht mehr Wohnraum geben, es braucht mehr Wohnungen. Berlin muss endlich den Turnaround schaffen und mehr Wohnungen bauen, dann wird es auch wieder mit den Mieten vernünftig. Der Seite der FDP-Landtagsfraktion Niedersachsen Fraktionsleben. Und natürlich finde ich die Seite der FDP-Bundestagsfraktion großartig ebenfalls. Wir werden uns überlegen, ob wir vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Man muss leider den Menschen ab dem 01.01.2020, ab dann fällt ja der Solidarpakt weg, dann ist der Soli verfassungswidrig. Man muss den Menschen, die einen Steuerbescheid bekommen, empfehlen, dagegen zu klagen. Also da kann jeder seinen Beitrag leisten und auch wir als FDP-Fraktion werden uns das vorbehalten. Ja, in aller Regel, wenn es einen Haushaltsüberschuss gibt, packt der Finanzminister das in Rücklage. Und das heißt aber, es geht nicht an die Menschen zurück, es werden keine Schulden getilgt und das Geld wird einfach später ausgegeben. Wir merken das jetzt gerade. Für den Bundeshaushalt 2020 plant der Bundesfinanzminister Scholz, Geld aus dieser Rücklage zu nehmen. Das heißt, das Geld wird leider verbraten. Es wäre richtiger, mit dem Geld, was übrig bleibt, Steuern zu senken oder eben Schulden zurückzuzahlen. Sicherlich in der Schulpolitik. Unsere Schulen sind nach wie vor unterfinanziert. Deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, dass der Bund mit einsteigt in eine nationale Finanzierung von Bildung. Das kann nicht nur in der Finanzierungsseite Länderaufgabe sein. Da sind alle gefragt, neben Kommunen und Land eben auch der Bund. Und die FDP hat ja entsprechende Vorschläge gemacht und eine Verfassungsänderung durchgesetzt. Also durch Grundrente oder sowas wird das nicht funktionieren am Ende des Tages. Deutschland ist heute schon ein Einwanderungsland. Wir haben eine riesige demografische Krise vor uns. Wir müssen ein Einwanderungsland in den Arbeitsmarkt werden. Wir brauchen junge Fachkräfte in Deutschland. Und deswegen hat die FDP das bessere Konzept zur Einwanderung, als es die GroKo hat. Da werden kaum Leute kommen mit der letzten Änderung. Was wir brauchen, ist ein vernünftiges Einwanderungsgesetz aus einem Guss. Wir müssen aufpassen, dass die Länder sozusagen das Geld nicht an anderer Stelle streichen und das Bundesgeld dann zusätzlich reintun und die Schulen am Ende nicht mehr Geld haben, sondern da müssen wir aufpassen, dass es wirklich zusätzliches Geld ist, gerade für Digitalisierung von Schulen und da werden wir als FDP ein Auge drauf haben. Auf meine Kinder ehrlicherweise. Also wenn man 5 Tage in Berlin war, dann vermisst man die beiden Kleinen und insofern meine beiden kleinen Kinder.